Hallo, hier ist Angelika. Herzlich willkommen. Ich habe links im Bild ein T-Shirt, das ist mir ein bisschen zu kurz und um die Taille herum zu eng. Ich habe es deshalb ein bisschen bearbeitet. Rechts seht ihr das Ergebnis und nun zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. So, als erstes müssen wir unser Shirt abschneiden. Dazu zieht ihr es an und messt einen Punkt ab unter der Brust. Ich habe das schon getan. Bei mir sind das 33 cm von der Schulter bis dahin, wo ich jetzt abschneiden muss. Als erstes bringe ich den Bund unten ganz gleichmäßig aufeinander. Ich messe von hier oben, also ich brauche 32 cm und eine Nahtzugabe. Das macht 33 und von hier bis unten habe ich nun noch 25 und deshalb messe ich die 25 cm über die gesamte Breite. Und hier muss ich das T-Shirt nun abschneiden. Das geht mit der Schere oder mit dem Rollschneider. Die Breite des Shirtes ist nun 40 cm. Also das ist der obere Teil meines T-Shirtes. Hier mit den Ärmeln. Und hier unten möchte ich ein Stück ansetzen, das soll breiter werden und länger. Und ich möchte das heute hier oben nicht in Falten legen, wie beim letzten Shirt, sondern ich möchte gerade Bahnen ansetzen, die aber nach unten breiter werden. Hier oben hat mein Shirt 40 cm und hier unten möchte ich 60 haben am Ende. Und die Höhe soll auch 40 cm sein. Ich möchte 4 Bahnen machen. Ich schneide mir nun einen Papierstreifen, der diese Maße hat. Ein Muster, ein Schnittmuster machen wir uns. Ich mache Schnittmuster aus Zeitungspapier, denn das kostet nichts. 40 cm, da reicht eine Seite. So, das falte ich mir einmal. So, also unser T-Shirt hat 40 cm. Ich möchte es in 4 Bahnen teilen, also brauche ich oben 10 cm. Plus einen 3/4 cm Nahtzugabe. Da ich das doppelt gefaltet habe, brauche ich die Hälfte, also 5 plus ein 3/4 macht 5,75. Und unten brauche ich 60, 15 durch 2 sind 7,5 plus ein 3/4 gibt 8,25. So, die Länge soll 40 cm betragen plus 1 cm Nahtzugabe oben. Und 1,5 cm Nahtzugabe unten macht 2,5, also 42,5. Das ist meine untere Linie.
Das ist die obere Linie. So, und nun muss ich nur noch einen Strich ziehen. So, also hier unten habe ich 1,5 und hier oben habe ich 1 cm Naht drin. Und das ist nun das Schnittmuster für die Bahn. So. Dieses brauche ich nun 4-mal für vorne und 4-mal für hinten. Also insgesamt 8-mal. Ich habe das jetzt gleich 2-mal zugeschnitten, weil ich das in der Länge noch teilen werde, denn ich werde mein unteres Teil hier in der Höhe noch aus verschiedenen Stoffstücken zusammensetzen. So kann ich das noch auseinanderschneiden. Ihr könnt natürlich auch ganze Streifen machen. Das bleibt ja jedem überlassen. Aber mein Stoffstück, was ich abgeschnitten habe, hat ja nicht diese Länge und deshalb werde ich das zusammensetzen. Denn das werde ich auf jeden Fall im Rock unten mitverwenden. So, ich habe nun meinen Streifen, also meine zwei Papierstücke wieder aufeinander gelegt, ineinander und zur Hälfte gefaltet. Ich möchte ein Backsteinmuster machen. Das bedeutet, ein Streifen wird in der Mitte geteilt und ein Streifen wird so geteilt. Das heißt, ein Streifen wird in der Mitte oben 1 cm Nahtzugabe plus 20 cm bin ich bei 21 cm. Das ist hier. Und nun muss ich ich muss es doch getrennt machen. Die 21 cm, hier ist nachher die Naht. So, bei einem muss ich die Nahtzugabe nach oben zugeben und beim anderen muss ich die Nahtzugabe nach unten zugeben. So, das kann ich einfach falten. So, und hier kann ich das jetzt einfach abschneiden. Hier ist meine Naht nachher und das ist die Nahtzugabe. Dieses Teil kommt weg. Nein, nicht dieses Teil, das ist das Richtige. Also das richtige Teil wegschmeißen, nicht das falsche. Das ist das kleinere, das brauchen wir nicht. Und das ist das größere. So, die gleich wegwerfen, dann gibt es auch keine Verwechslung. Ihr seht jetzt hier die Markierungen für die Nahtzugabe. So, das sind jetzt zwei Muster für diesen Streifen und das Ganze wiederhole ich jetzt und dann habe ich die Muster für diesen Streifen. So, ich habe das wiederholt. Ich habe mir einen Papierstreifen nochmal gemacht und zwar diesmal aus 3 Lagen Papier. Und jetzt mache ich diesen zweiten Streifen. Ich habe jetzt die Stücke mal nummeriert, dass man das nicht verwechselt und schreibe mir dann diese Buchstaben auch auf meine Schnittteile. So, dieses mittlere Teil hat wieder 20 cm Höhe und die oberen und unteren haben jeweils 10 cm Höhe. Ich schneide nun Stück C. Stück C
bekommt von oben 1 cm Nahtzugabe und soll 10 cm hoch werden. Dann sind wir bei 11 cm plus Nahtzugabe 11,75 und dann habe ich hier Teil C. Ich lege es mal so rum. So, ich hoffe, ihr seht das. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Und diese Teile muss ich nun jeweils 4-mal schneiden. Beide Streifen erscheinen vorne 2-mal und hinten nochmals jeweils 4-mal. Also jedes Teil brauche ich 4-mal. Und da brauche ich, die Nahtzugabe ist drin, den muss ich nun einfach auf den Stoff legen und nichts mehr denken. Hier seht ihr nun die Blöcke, fertig zugeschnitten, wie ich sie zusammennähen möchte. Das mache ich zunächst reihenweise. Dann setze ich 2er Blöcke zusammen und dann 4er Blöcke. Zuletzt werden Vorder- und Hinterteil zusammengesetzt. Und danach bügle ich den Saum um, 1,5 cm. Jetzt schließe ich die letzte Naht, dann habe ich einen Ring. Die Naht wird auf dem Ärmelbrett ausgebügelt und dann wird der Saum genäht und hier seht ihr nun das fertige Unterteil. Jetzt muss ich nur noch den Rock und das Oberteil zusammensetzen und dazu markiere ich mir zunächst einmal die Mitte an meinem Oberteil. Ich falte es auf die Hälfte und mache einen Knick mit den Fingern. Das kann man jetzt gut sehen und ich kann eine Stecknadel hineinstecken. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Jetzt falte ich das noch einmal. Dann habe ich die Viertel markiert. Das mache ich auf beiden Seiten. Und die Stellen, an denen ich nun die Stecknadeln drin habe, die stecke ich nachher genau auf meine Nähte. Denn dann habe ich genau die 4 Teile. Und dann habe ich das schön gleichmäßig aufeinander. Nun stecke ich rechts auf rechts Oberteil und Unterteil zusammen. Ich mache immer 2 Stecknadeln hinein, damit ich die Nahtzugaben meiner Nähte schön fixiert habe, dann klappt sich da auch beim Nähen nichts um. Ich stecke das ringsum fest und nähe das dann mit meinem elastischen Geradstich zusammen. Ich mache lieber eine Stecknadel mehr als zu wenig, denn das geht schneller als nachher wieder auftrennen. Wenn ich ringsrum festgesteckt habe, nähe ich das so von innen, weil dann habe ich den Gewurstel oben und kann ihn sehen und dann passiert da auch nichts, dass man etwas aus Versehen feststeppt. Zuletzt wird die Naht von links mit der Nahtzugabe nach oben ausgebügelt. So, hier seht ihr nun das fertige T-Shirt in getragenem Zustand, links von hinten, rechts von vorne. Ich finde diese Shirts sehr bequem und sehr praktisch. Ich habe schon sehr viele davon genäht und werde sicher noch ein Video machen, in Zukunft ähnlicher Shirts. Ich habe unten in der Infobox die Links, wie ihr die einzelnen Stoffstücke gut zusammennähen könnt, ein paar Geheimtipps. Ich verwende Tipp Nummer 2. Auf dem Grundnähvideo saubere Nahtanfänge. Und mir hat das mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch beim Zuschauen. Das war heute ein sehr, sehr langes Video, weil das Schnittmuster herstellen so lange gedauert hat. Das nächste wird wieder kürzer, versprochen. Entschuldigt bitte auch, dass ich an einigen Stellen den Kopf im Bild hatte. Und der Ton ist mal leiser und mal lauter. Ich kämpfe immer noch mit der Technik, obwohl ich jetzt schon 40 Videos gemacht habe. Also, ich danke allen fürs Zuschauen, wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, eure Angelika.